Hallo meine Lieben und willkommen zu meinem neuen Video. Ein sehr chaotischer und komischer Start hier aus dem Auto. Erstmal, ich bin total gehetzt, weil wir wollen gerade zur Bank. Warum, erfahrt ihr gleich. Und die Bank macht in genau 3 Minuten zu. Ich hoffe, ich kriege das noch irgendwie hin. Warum will ich zur Bank? Ich möchte heute ein kleines Experiment machen. Oder vielleicht kann man es auch Prank nennen, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall möchte ich mal versuchen, nur mit Kupfergeld Dinge zu bezahlen. Versteht ihr, was ich meine? Also nur mit 1, 2 und 5 Cent Stücken. Wir werden mit kleinen Dingen anfangen, wie zum Beispiel mit einem Kaugummi. Und werden uns dann langsam ein bisschen in der Preiskategorie hocharbeiten. Und dann gucken wir mal, ob man damit überall bezahlen kann und wie die Leute reagieren, wenn ich mit so einem Riesensack Kleingeld ankomme. Wer kommt denn da mit einem Sack voller 1-Cent-Münzen angerannt? Hast du eine Ahnung, wie schwer das ist? Hier, nimm mal. Alter! Also, wir sind jetzt zu einem Supermarkt gefahren und ich werde darin jetzt irgendwas kaufen. Eigentlich, so eine große Supermarktkette müsste das eigentlich annehmen, aber... Zeig mal, wie viel das ist. Mir ist gerade in den Sinn gekommen, wenn da mega die lange Schlange ist, ne? Ey, wie peinlich ist das bitte? Alter, wie viel ist das? Ist dir das ein bisschen unangenehm? Das ist einfach nur schwer gerade. Hallo? Das sind praktisch definitiv über 1000 Münzen, ne? Ja. Ja, ich komme aber nicht mit, oder? Natürlich kommst du mit, du lässt mich doch nicht alleine. Nein, da jetzt. Was soll ich denn überhaupt kaufen? Ja, gucken wir jetzt, was wir kaufen. Oh, ist mir jetzt sogar unangenehm. Das finde ich gut. Nein, das ist zu viel. Zu teuer, ne? Oh nein, wir brauchen irgendwas. Ja, komm, fangen wir. 99 Cent, geht das klar? Ja, das geht klar. Das ist schon eine Menge, ne? 1,19. Okay. Das sind 119 1-Cent-Münzen. Gib ihn ein, geh nicht mit dem Sack Münzen hier so lang. Was soll ich denn machen? Meine Schokoriegel waren runtergesetzt. Ne. Doch. Wie viel waren die denn runtergesetzt? Von 1,09 € auf 99 Cent. Nee, die haben 1,19 € gekostet. Ach so, von 1,19 € auf 99 Cent. Ich musste jetzt weniger zahlen. Ja. Einmal, wo man ganz viele Münzen ausgeben möchte. Ich meinte so, ja, tut mir total leid. Meinte, ach, das macht nichts. Der war so mega gechillt. Ich habe aber viel Kleingeld. Ich hoffe, das ist nicht so schlimm. Ich gebe es ihnen passend. Ja, das weiß ich. Also viel Kupfergeld. Das brauche ich nicht. Ja, das Problem ist, ich habe halt so einen ganzen Sack und ich wollte... Ja, aber da kommt mir das Problem. Ja, die Bank hat gerade zu. Aber ein bisschen würden sie schon annehmen, oder? 2 Euro höchstens. Okay, ja, dann suche ich das mal zusammen. Danke. Ja, aber die kann doch nicht einfach sagen, die nimmt das nicht an. Wir haben genug. Die haben genug. Das hast du auch genug Münzen? Ich habe auch genug Münzen, ja. Das ist schon mal 1 Euro. Ja, dann frühstücken wir mal kurz, ne? Ganz kurze Sache, Bibi. Ich fand, das hast du gut gemacht. Aber ich glaube, da hinten gibt es so schöne T-Shirts für 12,99 € im Angebot. Nein, ich kaufe nicht so ein T-Shirt. Oder so eine Hose für 12,99 €. Nein, jetzt lieber reingehen und was kaufen, was wir auch wirklich haben wollen. Okay, abgemacht. Ich möchte eine Decke haben. Nein, ich möchte die. So ein Reisekissen, das ist geil, das will ich haben. Ja, dann such halt noch was anderes aus. Ja, hier. Ich habe sehr viel Kleingeld. Wenn es 2 Euro und 1 Euro sind, ist gar kein Problem. Ich habe halt meine Spardose geleert. Ich habe das ist wirklich viel. 46 Cent, ja, aber der Rest nicht. Ja, dann kannst du eine Tüte kaufen. Was soll ich denn damit machen? Das ist doch auch Geld. Das muss ich rollen und dann muss ich das der Bank bringen. Danke, tschüss. Hä? Das kann doch nicht sein. 49 Cent Kleingeld nehmen die an und mehr nicht. Also klar, ich kann das verstehen, dass sie keine Lust haben, das zu rollen und so, aber... Hä? Das ist doch auch ganz normales Geld. Ob ich das jetzt abgebe oder einen 50-Euro-Schein? Ehrlich gesagt bin ich ein bisschen schockiert darüber, dass ich damit nirgendwo bezahlen kann, weil das ist einfach ganz normales Geld. Wo könnten wir das noch versuchen? Ja, und jetzt? Keine Ahnung, wir müssen irgendwo anders gehen. Moment mal. Guck mal, Angebot 8 Euro, ein Kissen für 8 Euro und was für eins? Das möchte ich haben. Aber ein Kissen können wir echt gebrauchen. Ja, aber die werden das
eh nicht annehmen. Komm, das sind nur... Das ist mir jetzt voll Das sind maximal 400 Münzen. Da kam eben eine zweite Mitarbeiterin. Komm, 400 Münzen. Wenn du dich das traust, dann bekommst du von mir... Halt dich bitte fest. Eine einstündige Rückmassage. Eine Stunde heute Abend. Was ist denn? 1.500 Münzen. Maximal, ja? Komm, 1.500 Münzen. Los mit dir. Ab. Janka, kauf mir das Kissen. Hallo. Die ist reduziert, die Decke, oder? Richtig. Allerdings habe ich sehr viel Kleingeld. Wie soll ich das zählen? Also normalerweise also macht mir das jetzt nichts aus. Ja. Aber es müsste gerollt sein. Wir müssen es ja wegbringen, weil so viel Kleingeld... Ja. Kann ich hier jetzt nicht zählen? Ja. Hast du so lange in der Flasche gespart? Oh, wie gemein, das ist natürlich fies. Okay. Dann bringe ich sie hier wieder raus und dann komme ich vielleicht gleich nochmal wieder. Ach, alles klar, tut mir leid. Ja, könnt ihr ja nichts für. Dankeschön. Tschüss. Die war aber voll lieb. Die war mega lieb. Hä? Wir könnten mal das gegenteilige Video machen, dann holen wir uns einen 500-Euro-Schein. Und dann versuchst du kleine Sachen... Dann versuchst du ein Kaugummi zu kaufen. Du machst das. Nein, du machst das. Okay. Du wirst das machen? Ja, jetzt habe ich mich ja eh schon zu Tode blamiert. Okay. Okay, Leute, wenn ihr Bock habt, dass ich genau das gleiche Video mal umgedreht mache und ganz kleine Dinge mit einem 500-Euro-Schein versuche zu zahlen, dann gib mir mal einen Daumen nach oben auf das Video. Den 500er nehme ich dir danach aber wieder ab. Ja, okay. So, wir sind jetzt wieder zu Hause, nachdem ich eher sehr unerfolgreich war. Und wir sind reingekommen und da hatte der Julian eine ganz tolle Idee für mich. Und zwar, ich könnte ja auch Pizza nach Hause bestellen und dann, wenn der Lieferant die Pizza bringt, quasi bar mit Centstücken bezahlen. Boah, scheiße. Also ich werde das jetzt machen, aber das wird so unnormal peinlich. Mir tut dieser Typ jetzt schon so leid, der gleich kommen wird. Aber damit es nicht ganz so schlimm wird, werde ich jetzt das Geld im Vorfeld schon mal zählen. Also ich habe gerade eben mir eine Pizzeria ausgesucht und habe auch schon zusammengerechnet, wie teuer unsere Bestellung sein wird. Und wir werden jetzt das Geld im Vorfeld zählen. Danke. Okay. Nein! Reicht das für eine Pizza? Nein, die hängen alle unterm Sofa jetzt. Das kann ich nicht machen. Doch, das ist das Video. Aber das ist eh viel zu viel, oder? Also ich brauche ja nur 10 Euro, da müssten ja noch viel mehr jetzt liegen gerade. Das heißt, wir brauchen 1060 1-Cent-Stücke. Aber du musst auch noch Trinkgeld geben, Bibi. Ja, aber doch nicht auch in Kupfergeld. Ja, wie wär's denn, wenn du sagst, ja, ich habe leider nur Kupfergeld und am Ende gibst du so 5 Euro schon als Trinkgeld. Okay, also ich habe jetzt hier im Arbeitszimmer das ganze Geld auf diesen Hocker sortiert und ich werde jetzt bei der Pizzeria anrufen, bestellen. Ja, guten Tag. Ich würde gerne was bestellen. Zum Abholen? Nee, zum Liefern bitte. Wir hätten gerne einmal das sizilianische Brot mit Aioli bitte und dann einmal eine Pizza. Okay, gut, danke schön. Ja, bitte. Ciao. Tschüss. Wir müssen jetzt 40 Minuten auf die Pizza warten. Aber vielleicht kommen sie ja sogar ein bisschen schneller. Ich will das nicht machen, bitte nicht. Ich hatte eben schon am Telefon gesagt, dass ich viel Kleingeld habe. Wollen Sie vielleicht einmal ganz kurz gucken? Ich habe Ihnen das schon alles abgezählt. Sie können ruhig reinkommen, wenn Sie wollen. Das ist richtig... Ja, okay. Sie müssen jetzt nicht die Schuhe ausziehen. Ich hab, das ist alles abgezählt. Nee, Gentleman. Das ist ja auch einfach. Ja, Geld. Kann man auch. Nee, wir hätten sie auch geben und in Bank, aber nicht so. Tut mir leid. Aber ich habe jetzt gar kein anderes Geld. Ja. Weil also das kann ich nicht nehmen, weil mein Chef auch akzeptiert das nicht. Okay. Aber da sind auch ganz viele 15-Stücke bei. Ja, so, ne? Nehmen Sie das gar Nein, nicht an? Nein, gar keinen. Ja, überhaupt gar nichts? Überhaupt gar nichts. Auch nicht einen Cent? Auch nicht. Okay, so eine Frohe, tut mir leid, ich habe natürlich noch anderes Geld hier. Stimmt schon. Alles gut, stimmt. Danke. Ey, ich war voll überfordert in dem Moment. Du hast alles umsonst abgezählt. Ja, nicht nur das. Das Ding war einfach, ich dachte, der lacht wenigstens einmal oder irgendwas. Aber der war so voll starr und so, nee, das kann ich nicht annehmen. Hätte er jetzt eine Pizza mitgenommen? Ich habe keine Ahnung.
yummy, yummy, yummy. Ich finde, du hast gut gemacht. So, das war's auf jeden Fall mit dem Video. Schreibt mir gerne mal, wenn ihr so verrückte Erfahrungen hattet, da alles, was ihr wollt, in die Kommentare. Und der Julian hatte ja die Idee, dass wir genau das Gleiche auch mal andersrum filmen. Das heißt, dass ich versuche, ganz kleine Sachen mit einem 500er-Schein zu bezahlen. Ich verlinke euch auf jeden Fall Julians Video hier. Und hoffentlich hat es euch Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.